Ja, hallo und herzlich willkommen zu Hidden and Dangerous 2. Ich hoffe, ihr habt Battlefield, Medal of Honor und so eine anderen Kriegsspiele schon alle vergessen und seid schon gespannt, wie es weitergeht. So, wir werden mit der Truppe weiterspielen. Wir sind jetzt im nächsten Kapitel. Wunderbar. Und wir werden jetzt Fortsätze machen und werden wahrscheinlich ein Video kriegen. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr wieder da seid und ich bin schon gespannt, wie es weitergeht und ob es euch gefällt, natürlich auch. You will now proceed to the final phase, which requires a journey of several miles to a remote iceberg. Unfortunately, the documents you obtained a few hours ago did not reveal as much as we anticipated. We had expected to find more in the underground complex, but we're still missing key information from the majority of the documents. From the maps, photographs, records, and supply dispatch notes we have, it is clear that the main research results were collected and prepared for transportation to the Nyksund Meteorological Station in Norway. This station is located on the iceberg, and the German crew is leaving this morning with all the equipment and the rest of the archives. A U-58 submarine under Captain Ramloff's command was dispatched from the service docks to assist them, but it's not clear whether you will be able to arrive there in time to stop them. As you don't have enough information about the number and strength of the enemy, it will be necessary to survey the area from a safe distance before proceeding. The only advantage you have is that the weather has improved and the visibility and wind conditions are relatively favorable for reconnaissance purposes. Once you have evaluated the situation, act quickly, because without the element of surprise, there is little guarantee of success in this action. So, the goals are clear. To seize the meteorological station and to bring back the rest of the important documents. Good luck. Da freue ich mich ja schon echt drauf. Wir sollen in Norwegen weitere Dokumente holen und wir müssen überraschend angreifen, sonst haben wir keine Chancen auf Sieg. Na super. Freue ich mich schon drauf. So, leichte Waffen. Ich hoffe, wir können jetzt Kompass mitnehmen. Nee, können wir nicht. Warum denn nicht? Ich will die Sachen alle mitnehmen. Warum kann ich dann keine Sachen mehr mitnehmen? Automatisches Auffüllen. Geht nicht. Wahrscheinlich, weil wir immer noch nicht in der Basis waren. Na doch, wir konnten doch uns jetzt auch die Leute aussuchen. Warum kann ich denn hier keiner... Sachen mehr mitnehmen? Ich hätte gerne noch zwei Kompass mitgenommen. Gut, daraus wird nichts und wir haben auch kaum Munition noch, habe ich das Gefühl. So, das werden wir mal rüberpacken. Nicht rauspacken, rüberpacken. Nein, echt mittlere Waffe ist super. Ja. So, da bitte hin, da bitte hin. Damit wir zumindest unser Zielfernrohr wieder nutzen können. Er hatte ja noch einen großen Rucksack bekommen. Das ist sehr schön. Damit können wir dann auch weiter heilen. Was hatte er jetzt hier in der Hand? Sehe ich natürlich nicht. Okay, schlecht. Okay, machen wir fortsetzen, Mann. Was denn, wenn ich jetzt einen neuen Mann genommen hätte, ist das verbuggt. Mir kam das nämlich vor, als ob ich nach jeder Mission neue Ausrüstungsgegenstände mitnehmen kann, aber... Ja, wir sind da. Geht, freut mich. Dokumente besorgen. Should I go with you? I ja. May be able to help. It's better if you stay here. Keep your head down and try to stay out of sight. Genau, lass dich nicht entdecken. Good luck, lads. Ja, viel Glück. Munitionskiste, Munitionskiste. Okay. Sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen was mitnehmen hier. So, wie sieht es bei den anderen aus mit Munition? Er hat von dem Karabiner auch nicht mehr viel. Karabiner liegt aber überall rum. Wir sollten uns aber für die Waffe vielleicht noch mal was mitnehmen. Wohl 4 Magazine, A30 Schuss, das sollte auch reichen. Nehmen wir uns mal Karabiner mit. Enfield, ein Zielfernrohr. Oh, das wäre ja fast noch mal besser, oder? Als der normale Karabiner? Aber dafür habe ich natürlich keine Munition für das Springfield. Aber warte mal, wir nehmen uns dann mal das mit. Ablegen. Dann können wir auch die Karabinerzeug hier ablegen. Ja, das brauchen wir denn auch nicht mehr. Ja, guck mal, wir haben hier 120 Schuss. Das sollte doch reichen. Die Kamera brauchen wir. Doch, wir brauchen die. Wir sollen ja die Dokumente besorgen. Ne?
nein, nein, bitte nicht. So. Was ist denn hier drin? Granaten und die Sterngun. Gut, aber er soll mal hier das Ding mitnehmen. Ach, zerfällt dann auch gleich. Super. Ich dachte, ich könnte da noch ein bisschen was mitnehmen, aber nee. Jeit nicht. So, dann. Na. Nimm dir mal ein bisschen Munition hier mit. Warum hast du jetzt gewechselt? Weil es kein Mensch war. So, dann müssten wir jetzt auf jeden Fall zwei mit Zielfernrohr haben. So, er hat auch keine Karabinermunition mehr, aber hier in der Tasche hast du doch noch welche, oder? Karabiner, ja. Können wir dann mal rüberpacken. Das sollte erstmal reichen und der hat hier auch die Sterngun, das ist sehr gut. Und er hat das andere Zielfernrohr. Wie viel Munition hat er dafür noch? Da war ja überraschend angreifen sollen. Ja gut, das sollte auch reichen. So, wie sieht denn die Karte aus? Wir sollen da hinten wahrscheinlich die Hütten erreichen. Und wir müssten da unten durch den Canyon oder irgendwie oben lang. Vielleicht sollten wir uns aufteilen. In zwei Gruppen. Wer hat denn das Fernglas bei? Er hat ein Fernglas bei. Gut, ihr solltet denn dahin. So, wen gebe ich dir mit? Turner, wa? Nee, der hat das andere Zielfernrohr, das will ich nicht. Wenn ihr beide da lang. Und du und er da lang. Nee, du warst da. Also, ich komme jetzt gerade nicht mehr klar hier. So, er hatte noch das Zielfernrohr. Gut. Die anderen beiden gehen da oben hin, dass wir uns hier unten Deckung gehen können. Ich denke, das ist ein guter Plan. Okay, er könnte jetzt da rüber gucken. Und er soll ihn abdecken. So. Und wir gehen jetzt da oben hin, wa? So ist der Plan, würde ich sagen. Ich hoffe... Nee, kommen alle mit. Kann ich machen. Abbrechen. Wir gehen mal hier einfach hoch. Ups. Damit uns hier keiner den Rücken fallen kann. Auf jeden Fall haben wir gute Sicht. Das ist schon mal sehr schön. So, drei. Ich muss natürlich jetzt auch noch klarkommen mit den ganzen Leuten, aber vermuten wir, wir kommen hier ganz gut voran. Den habe ich gerade hingehockt, das ist ja auch super. Ist er ja fast gar nicht auf dem Präsentierteller. Wo laufen wir jetzt überhaupt richtig? Ja, wir sind da oben und da hinten kommen wir runter. Genauso ist der Plan. Oh, wir könnten erstmal abspeichern, weil das ist schon mal ein guter Plan. Hoffe ich. So, gehen wir mal auf den höchsten Punkt. Da haben wir einen großen Überblick und sehen sofort, wenn uns jemand in den Rücken fallen sollte. Oh. Hunde? Okay. So, ihn lassen wir mal da liegen. So, wenn er da die Leute schon sieht. Er kann da schon ein bisschen ins Lager gucken, okay. So, aber die könnten da hinten rumkommen. Also müssen wir den anderen erstmal absichern. Du bist der, der da guckt, genau. Und wir müssen von da absichern.
Das war ja schon echt gut. Wir sind ja schon mal völlig unauffällig unterwegs. Davor hatte ich nämlich Schiss, dass sie von hier dann hochkommen, ne? War? Ja. Genau davor hatte ich Schiss. Okay. Wenn wir uns mal hier vorwagen. Da oben müsste ja alles clean sein. Aber wir sollten unbemerkt in das Lager eindringen. Das läuft doch auf eine absolute Schießerei hinaus, oder? Ey, gut, dass ich hier abgesichert habe. Alter, ist das gut. Das hätte echt schief gehen können. Können wir eigentlich mal abspeichern. Das lief ja schon besser, als das hätte sein dürfen. So, damit mir hier keiner durchläuft, machen wir das so. Und dann mal gucken, was der Turner da oben sieht. Enemy spotted. Der hier ist mal voll da hinten. Du, tot ist er nicht, ne? Kriegen wir den von hier oben runter? Enemy spotted! Wer? Achso, er. Scheiße. Enemy sighted! Enemy killed! Visual contact! Gut, also die wissen anscheinend Bescheid. Habe ich so das Gefühl. Gut, die rennen da unten rum wie aufgeschreckte Hühner. Vor allem er. Enemy spotted. Alter. Ja. Oh. Muss auch darauf achten, dass ich hier noch Munition in der Patrone habe, in der Kiste habe, in der, im Lauf habe. Gut. Läuft sehr Enemy gut. Sighted. Enemy sighted. Alter, der macht ja hier alles alleine. Oh, komm noch mal runter da. Oh Mann. Nur uns geht langsam die Munition aus. Der hätte doch aber treffen müssen. Dreimal. Gut, den treffe ich nicht. Da oben im Haus. Wieder keine Munition in einem Lager. Aua. So, den haben wir weg. So, nochmal nachladen. Auf jeden Fall gut, dass wir den hinten abgesichert haben.
Weil das hätte sonst ganz anders ausgehen können. There they are. Gut abgeschossen, na super. Enemy killed. Enemy sighted. Letzte Patrone. So, einen Schuss haben wir noch. Irgendjemand hat auch von hier geschossen. Ach, da unten aus dem Fenster, den werde ich nicht treffen, wa? Feind, er ist tot. Wahrscheinlich jemand anders. Au, da unten schießt auch einer auf uns. So, dann werden wir ihm mal die Sterngun in die Hand geben. Wir haben keine Munition mehr. So, er hat hier gut abgesichert. Finde ich sehr, sehr schön. Soll auch mal weitermachen erstmal. Versuchen jetzt mit den anderen ein bisschen vorwärts zu kommen. Visual contact. It's gone. Springfield ist fast ein bisschen besser als der Karabiner. So, ein bisschen vorrücken hier. Falls jemand kommt, dass wir einen Glay wegnatzen können. Und Enemy sighted. Wo höre ich noch einen Hund? Enemy sighted? Wo denn? Ach, da. Den haben wir gehittet. Aber richtig haben wir den gehittet. Türme, ich hab den getroffen. Achso, das bin ich. Naja, wir sind ja auch Scharfschütze. Oder hinten am Fenster. Ach du Scheiße. Werde ich hier nicht wegkriegen, wa? Krieg ich so nicht weg. Ey, ich treff den nicht. Aber er trifft mich volle Kanne. Das finde ich nicht so schön. Aber der Junge ist gefährlich. Ich kann keinen Sturmangriff machen, ohne dass der mich bekommt. Visual contact. Und dann speichern wir mal. Boah, ist das anstrengend hier. So, lassen wir ihn mal hier. Und holen ihn mal hinterher. Vielleicht hier so ein bisschen am Rand laufen, nicht dass da gleich die nächste Eisscholle hier freitreten. Die liegen ja da noch oben, das finde ich gut. Obwohl, er kann mir ja keine Deckung geben, ne? Den Funksender für eine neue Aufgabe U-Boot an Abtauchen hindern. Wir sollen U-Boot am Abtauchen hindern? Roger in Kambodscha. Oh,
dann versuchen wir mal hier so einen halben Sturmangriff. Es müsste jetzt hier gerade ruhig gewesen sein. Er hat einen visuellen Kontakt. Wo? Wir haben zwar keine Munition mehr, aber vielleicht sehen wir ja was. Der Hund ist tot, da hinten. Und das U-Boot. Gut, dann sagen wir mal nicht feuern, wa? Nach Belieben feuern, auf mein Kommando feuern. Wait for my shot. Understood. Und wir müssen mal sehen, dass wir da ein bisschen mehr ans U-Boot kommen. Nicht, dass der abtaucht einfach. Wir speichern mal. Weil ich denke mal, wenn das U-Boot weg ist, werden wir die Mission nicht geschafft haben. Geht ganz stark von aus. So, ist hier einer noch, den ich sehe? Nee. Fällt ja fast ja nicht auf da. Da war noch einer. Ich hab mich sehen. Who the fuck war das, Alter? War nicht die beste Position? Na gut, die Folge ist auch vorbei. Ich werde gleich neu laden. Wir haben ja Gott sei Dank oben auf dem Berg gespeichert. Ich glaube, das U-Boot hat sich gewehrt. Das böse, böse U-Boot. Na gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.